Ja, ein ganz herzliches Willkommen heute zu unserem Livestream. Wir haben heute eine Mischung, eine interessante Mischung, und zwar werden wir beide, Katharina und ich, heute live hier singen. Hagara selbst ist nicht körperlich anwesend, hat aber ganz tolle Filme aufgenommen, die wir sozusagen dazwischen dann immer einspielen, wo sie auch, wo man sie in ihrem Gewächshaus sieht, im ZEC, und wo sie auch einiges erzählt, auch zu diesem Zentrum dort. Und ich möchte jetzt erstmal ein paar Worte zu Hagara sagen und sie quasi ganz herzlich begrüßen. Also Hagara ist eine große Pionierin des heilsamen Singens und des Chantens, hat unter anderem 3 Liederbücher herausgegeben. Come Together Songs heißen die, und macht das Come Together Songs Festival jedes Jahr, das leider dieses Jahr nicht stattfand. Aber ansonsten kommen da hunderte von Menschen hin und es wird gemeinsam gesungen, und sie macht auch Weiterbildungen, Workshops, Seminare. Das findet ihr alles auf ihrer Website, und nachher wird sie selber mehr dazu sagen. Ja, und wir werden heute beginnen. Es gibt noch einige Informationen von Katharina, aber ich wollte auch noch was anderes sagen. Und zwar sind diese Filme von Hagara auch schon eine Überleitung zu dem, was wir in nächster Zeit machen werden, weil wir nämlich auf Reisen gehen. Also momentan ist es so, dass wir ja, oder ich mache sozusagen Homeoffice. Ich bin ja als Musiktherapeut in einer Klinik angestellt und mache diese Streams auch sozusagen in Kooperation mit der Klinik Christophsbad, weil dort in der Singgruppe viele Menschen nicht mehr singen können wegen der Corona-Gefahr. Und so kamen wir eigentlich auf die Idee, das überhaupt zu machen. Und zwar wöchentlich. Genau, wöchentlich. Weil das heilsame Singen im Christophsbad in Göppingen ist, das jeden Donnerstag von 16 bis 17.30 Uhr stattfindet und jetzt eben dieses Jahr dort nicht mehr stattfinden kann. Ja. Genau, und so kam eben auch dieser Termin zustande mit dem Donnerstag. Das haben wir dann allerdings auch später gelegt. Ja, und jetzt machen wir sozusagen Travel Office. Wir gehen jetzt auf Reisen und werden dann von unterschiedlichen Orten Singfilme aufnehmen, die wir dann auch hochladen auf YouTube und auf unserer Website ankündigen. Wir werden auch ein bisschen was erzählen, wo wir sind. Ob wir das ganz genau verraten, weiß ich nicht, aber lasst euch überraschen. Das sind dann sozusagen relativ in guter Qualität aufgenommene Filme, weil die Tonqualität besser ist wie beim Streaming. Das wird ja komprimiert durch das Streaming. Was es dann nicht geben wird, ist ein Chat, aber zumindest habt ihr interessante Lieder zum Mitsingen. Und auch keinen eingeblendeten Text. Den wird es dann auch nicht geben. Das gibt es wahrscheinlich auch nicht. Genau. Oh, Hagara. Ah, Hagara grüßt Hallo, uns gerade. Hallo Hagara, wir grüßen dich Hallo, auch. Du bist im herzliche Grüße. Chat gerade, sagt uns die Conny. Und ich danke schon mal jetzt vorab auch der Hagara für ihre wunderschönen Lieblingslieder, die ihr nachher zu hören bekommt. Und dass es so geklappt hat, alles. Auch Wolfgang, der sehr intensiv mit viel, viel Technik beschäftigt war und ist. Und ich danke Ladies First, der Conny Frei, die uns bekocht, die am Mischpult sitzt und uns immer bei Laune hält. Ja, und dem Omar natürlich, der auch ganz zuverlässig jeden Donnerstag da ist und heute auch dafür sorgt, dass die Filme im Wechsel mit unseren Live-Liedern dann auch richtig zu euch kommen und ihr mitsingen könnt mit Hagara dann. Und wir haben noch einen Gast, genau, wir haben heute einen Special Guest, die wunderbare Katja Meyer, unsere Nachbarin, die heute ein bisschen früher nach Hause kommen konnte und auch dabei ist. Ja. Und auch gleich eingespannt wurde. Jeder, der bei uns vorbeikommt, der kriegt gleich einen Job. Katja ist heute nämlich die Moderatorin, weil manche, die länger dabei sind, wissen, dass es ab und zu, ich sag mal in Anführungszeichen, Chaoten gibt bei den Chats, die Bemerkungen oder Kommentare von sich geben, die nicht so erwünscht sind, teilweise sogar rassistisch oder sexistisch. Und Katja wird dann diese Leute rauskicken. Also benehmt euch. Wir freuen uns natürlich über Beteiligung, aber wir haben einfach gemerkt, es stört dann andere Menschen, wenn einfach Kommentare, die daneben sind. Und das ist auch nicht im Sinne des Internets. Es gibt ja eine Netiquette sozusagen. Es geht einfach darum, dass man kultiviert kommuniziert hier. Ja, genau. Ja, dann bleibt natürlich noch zu danken allen, die uns auch mit Spenden unterstützen und somit auch die Singleiter, die zu uns kommen, die Reisekosten haben und ein kleines Honorar erhalten auch.
Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das möglich macht und auch unsere weitere Arbeit an dem neuen Liederbuch für Pachamama sind wir fleißig am Sammeln und ja, es gibt viele, viele schöne Lieder, so viele Schätze, so viele schöne Stimmungen, die entstehen durch viele Menschen auch unter euch, die das in die Welt tragen und selbst Lieder komponieren oder andere Lieder weiterhin durch die Welt reisen lassen. Und das eigentlich, wenn Lieder reisen, ganz relativ ungefährlich. Also es kann sein, die Nebenwirkungen des Singens sind, wenn wir im normalen Singen beieinander sind oder auch so jetzt getrennt voneinander, doch, dass wir dieses Gefühl der Verbundenheit erleben können. Und das ist als Kontrastprogramm zur Einsamkeit, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, was das Singen uns möglich machen kann, in dieses Feld der Verbundenheit einzutauchen. Und ja, vielen Dank nochmal für eure Unterstützung. Und wir tun unser Bestes, auch weiterhin jede Woche mit euch zu singen. Und dann starten wir auch mit dem Singen, mit dem ersten Lied. Es ist gerade ein bisschen mein Ohrwurmlied, Lieblingslied. Liebe Anke, Anke Diem hat es geschrieben, hat sehr viele schöne Lieder. Und dieses Lied hat sie im Livestream auch, als sie bei uns war, gesungen. Es ist die Aufforderung, wenn es mal nicht so gut geht, wenn wir Schmerzen haben, jeglicher Art, diese Schmerzen einfach in die Arme eines Engels zu legen. Und dieser Engel wird sie dann mit hinwegtragen. Ja, hinweg von unserem Herz, von unserer Seele und von unseren Gedanken oder von unserem Geist, muss man vielleicht besser sagen. Ja. Lay your pain in the arms of an angel, and he will take it away. Lay your pain in the arms of an angel, and he will take it away. Away from your heart, away from your soul, away from your mind. Away from your heart, away from your soul. Away.
arms of an angel, and he will take it away, away from your heart, away from your soul, away from your mind, away from your heart, away from your soul. Of an angel, and he will take it away. Lay your pain in the arms of an angel, and he will take it away. Away from your heart, away from your soul, away from your mind, away from your heart, from your soul, away, away. Lay your pain in the arms of an angel, and he will take it away. Lay your pain in the arms of an angel, and he will take it away from your heart, away from your soul, away from your mind, away from your heart, away from your soul. Wunderschönes, tröstendes Lied von Anke. Das Singen hat ja die wunderschöne Eigenschaft, dass es eben auch sehr viel Trost spenden kann oder dass es auch helfen kann, ja, einfach wieder Mut zu bekommen, Lebensmut. Fast ist es ja ein bisschen verloren gegangen in letzter Zeit mit diesen ganzen Horrornachrichten. Aber Singen hat auf jeden Fall eine starke Kraft. Wir hatten jetzt ja unsere Singferien in Österreich vor kurzem. Das war richtig schön, wieder mit Menschen zu singen. Und es gibt auch eine hoffnungsvolle Nachricht, dass dieser Virus vielleicht schon mutiert hat und manche Virologen glauben, dass er jetzt langsam weniger gefährlich wird. Ich hoffe, dass das sich so entpuppt, die ganze Sache. Dann könnte es nämlich auch in näherer Zukunft wieder möglich sein, dass wir etwas entspannter leben können, weil Viren sind zwar umstritten, ob es Lebewesen sind, aber auf jeden Fall könnte man sagen, ein Virus möchte nicht unbedingt Menschen töten, der will sich vor allem vermehren. Und das ist eher ein Vorteil, wenn er sozusagen harmloser wird, weil er dann eben länger sich verbreiten kann. Also viele Viren tendieren dazu. Ich will jetzt aber nicht in Virologie einsteigen, habe ich eigentlich auch nicht viel Ahnung davon, aber wahrscheinlich fängt er an, sich mehr in der Nase anzusiedeln, nicht mehr in der Lunge. Und dann hätten wir sehr viel Glück gehabt, dass es dann hoffentlich in einem halben Jahr oder einem Jahr alles entspannter wird. Aber bis dahin halten wir uns auf dem Laufenden einfach mit Online-Singing, solange das anders noch nicht geht. Und jetzt ein Gospel-Song, den ich entdeckt habe. Ihr habt hoffentlich schon den Text drin. Every time I stumble and I fall, also immer wenn ich stolpere und falle, I'm gonna rise up singing, erhebe ich mich wieder singend. Every time I stumble and I fall, I'm gonna rise up singing. Und dann kommt Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Und da könnt ihr dann ruhig auch improvisieren. Und wir singen jetzt erstmal den ersten Teil langsam vor und dann fangen wir nochmal richtig an mit einer Intro, aber dass ihr mal die Melodie hört, wie die geht. Every time I stumble and I fall, I'm gonna rise up singing. Every time I stumble and I fall, I'm gonna rise up singing.
Hallelu gibt es Vor- und Nachsänger. Wir machen es mal nochmal. Also ich singe jetzt vor und Katharina nach. Und ihr könnt dann entweder beides singen oder ihr entscheidet euch, ob ihr das Echo seid. Also wir singen mal das Hallelu. 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 Halleluja. Hallelu. Und Unterstimmen und Fantasiestimmen singen. So, und das Ganze machen wir jetzt aber ein bisschen schwungvoller. Ihr habt ja den Text mit Intro. Und dann richten wir uns singend auf. Every time I stumble and I fall, stumble and I fall, I'm gonna rise up singing. Hallelujah. 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 Every time I stumble and I fall,
Yeah! Ja, und jetzt hoffe ich, dass das technisch alles funktioniert, dass wir es schaffen, jetzt dann gleich umzuschalten in den Film von Hagara. Wir sind dann nachher wieder dabei, aber jetzt kommt eine längere Sequenz mit Hagara und wir sagen schon mal Tschüss, bis nachher. Ja, herzlich willkommen, liebe Singfreunde, die ihr jetzt vor den Computern sitzt, zu diesem wunderbaren Sing-Event online mit Katharina und Wolfgang Bossinger, die mich eingeladen haben, hier dabei zu sein. Ja, ganz herzliche Grüße an euch, Katharina und Wolfgang. Schade, dass es so weit ist und ich jetzt nicht bei euch bin, sondern hier im ZEC, im Gewächshaus sitze, um einige meiner Lieblingslieder mit euch zu teilen. Ja, ganz schöne Grüße auch an die, die mich vielleicht vom Christophsbad, von den Singveranstaltungen noch kennen, wo ich ja auch einige Male mit meinen Kollegen war. Ja, diesmal also online. Das erste Lied, was ich mit euch teilen möchte, das ist ein Lied, die Melodie ist ein alter Nigun und der Text ist von Dieter Halbach, einem Freund von mir. Sei du mir willkommen zu dieser Zeit an diesem Ort. Es ist die Zeit des großen Wandels und du und ich und wir sind ein Teil davon. Sei du mir willkommen zu dieser Zeit an diesem Ort. Es ist die Zeit des großen Wandels und du bist ein Teil davon. Sei du mir willkommen zu dieser Zeit an diesem Ort. Es ist die Zeit des großen Wandels und du bist ein Teil davon. Sei du mir willkommen zu dieser Zeit an diesem Ort. Es ist die Zeit des großen Wandels und du bist ein Teil davon. Sei I surrender.
Ishq ala Mabud Lila. Das Göttliche liebt uns. Es ist Liebender, Liebe und Geliebter in einem. Ishq ala Mabud Lila. Das ist der Refrain. All I ask of you is forever to remember me as loving you. All I ask of you is forever to remember me as loving you. All I ask of you is forever to remember me as loving you. Ja, hallo. Wir singen weiter. Jetzt kommt so ein bisschen ein extra Abschnitt. Zwei Lieder von Wolfgang und mir, jeweils Eigenkompositionen. Das erste von mir, das zweite von Wolfgang. Und dann kommt Tagara mit zwei Liedern, die sie selbst geschrieben hat. Ja, das erste
Close your eyes, fall in love, stay there. Text von Rumi, die Melodie ist von mir. Und es ist eine Einladung an euch, wenn ihr mögt, wenn ihr dann den Text gelesen habt, die Augen zuzumachen und euch ganz in die Liebe fallen zu lassen und dort zu verweilen. Wir singen das euch dann vor und nachher ist es dann noch ein Kanon. Der erste Text passt auf den zweiten. Zweite Zeile heißt einfach nur Fall in Love, Fall in Love. Ja. Close your eyes.
Ja, nach diesem wunderschönen Lied von Katharina geht es jetzt weiter mit einem Lied von mir. Das ist eigentlich entstanden für unser Ferien-Sing-Seminar, das jetzt stattgefunden hat, wo ja das Problem war, wir haben ja viele Lieder, wo man sich begegnet, sich segnet, sich nahe kommt oder sogar manchmal umarmt. Und all dies geht ja momentan gerade nicht mehr, leider. Und dann hatte ich die Idee, warum nicht mal so ein Umarmungslied komponieren, wo man sozusagen nicht so nah steht, sondern 2-3 Meter in Entfernung oder noch mehr und wo wir uns einfach mental, seelisch umarmen und das Ganze sehr langsam. So ist dieses Lied entstanden und ja, und so haben wir das dann auch gemacht und es war trotz allem eben sehr intensiv. Also es muss einfach auch nicht alles körperlich sein. Man kann solche Krisen ja immer auch so sehen, dass sie anregen, kreativ zu werden und neue Wege auszuprobieren. Ich umarme dich, fühle dich umarmt.
im Herzen bin ich bei dir, ich umarme dich, fühle dich human, ich umarme dich, fühle dich human, ganz im Herzen. Bin ich bei dir, ganz im Herzen, bin ich bei dir, bei dir, bei dir. Ja, und jetzt sind vielleicht viele auch schon gespannt auf die Lieder von Hagara. Manche wissen ja, dass vielleicht so viele Lieder gibt es nicht, eigene Lieder von Hagara, zumindest früher nicht. Vielleicht hat sich das ja geändert. Auf jeden Fall finde ich das ganz toll, ja, dass Hagara uns zwei Lieder, die sie selbst gemacht hat, auch geschickt. Ich glaube zumindest. Aber sie wird es uns selber sagen. Wir versuchen jetzt wieder umzuschalten. Ich hoffe, das klappt. Viel Spaß. Bis nachher. Ja, es folgen jetzt zwei Lieder von mir. Das erste: God grant me serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can and the wisdom to know the difference. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Und er gebe mir den Mut, die Dinge zu verändern, die ich ändern kann, und er gebe mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, was ja oft gar nicht so einfach ist. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.
möchte euch jetzt einen meiner Lieblingssprüche vorlesen. Der steht hier in meinem dritten Liederbuch ganz vorne drin, weil ich ihn so wichtig finde. Gerade jetzt, wo die Zeiten ja nun wirklich nicht einfacher werden mit all den Krisen, die wir hier durchlaufen, die Klimakrise, die Corona-Krise, Finanzkrise und auch viele persönliche Krisen, die dadurch ausgelöst wurden oder verstärkt. Und bei all dem, wo das Leben oft einen herausfordert und schwer ist, den Mut nicht aufzugeben. Und Patch Adams ist ein Arzt und Clown, der hat 1972 das Gesundheitsinstitut gegründet. Und er organisiert eine Gruppe von freiwilligen Clowns, um Waisen, um Kranken, um Sterbenden und anderen Hoffnung und Mut zu machen. Und dieser Satz, der ist von Patch Adams und lautet so. Es ist so oft möglich, einen glücklichen Tag zu haben. Selbst wenn du es nicht für dich selbst tun willst, ist die Welt verzweifelt darauf angewiesen, dass ihr öffentlich glücklich seid. Das Revolutionärste, was ihr heute in der Welt tun könnt, ist es, öffentlich glücklich zu sein. Wagt euch, euren Kindern die Idee zu geben, dass mindestens ein Erwachsener auf der Welt sein Leben gerne lebt. Und dieser Spruch, der berührt mich einfach jedes Mal, denn so wie ja ein Stein, wenn er ins Wasser fällt, viele, viele, viele Wellen aussendet, so senden auch wir Wellen aus, der einen oder der anderen Art. Und so ist es auf jeden Fall eine revolutionäre Tat, die wir heute tun können in dieser Zeit, öffentlich glücklich zu sein. Dankbar zu sein für alles das, was wir haben. Die Luft zum Atmen, die Pflanzen, die Freundschaft, unsere Familien. Dass wir in einer so behüteten Gegend der Welt sein können. Ich rede hier Deutsch, ihr werdet auch Deutsch reden. Und in einem der reichsten, in einem der behütetsten Länder der Welt aufwachsen und leben zu können. Und all das könnte uns auch ein bisschen dankbar und bescheiden und glücklich machen. Ja, das nächste Lied stammt auch von mir. Die Melodie und der Text ist von Meister Eckhart. Immer wieder ist der wichtigste Moment der Gegenwärtige. Immer ist der wichtigste Mensch der, der dir gerade gegenübersteht. Immer ist die wichtigste Tat die Liebe. Meister Eckhart ist ein christlicher Mystiker von vor 400, 500 Jahren. Die wichtigste Zeit ist jetzt. Der wichtigste Mensch steht vor dir. Dein wichtigstes Tun ist Lieben, ist Leben, ist Liebe. Die wichtigste Zeit ist jetzt. Der wichtigste Mensch steht vor dir. Dein wichtigstes Tun ist Lieben. Steht vor dir.
Bis gleich. Ton an, ihr seid da. Das nächste Lied geht mit einem Herzdank an die Komponistin nach Österreich. Karin Reuer hat es geschrieben. Und es passt wunderbar jetzt an das Lied von Hagara im Anschluss. Seht nur her, ich lebe, schaut genau in mein Gesicht. Seht nur her, ich lebe. Ja, das bin jetzt wirklich ich. Das bin ich, heißt das Lied. Das bin ich. Richtig gefordert bei solchen Livestreams, weil wir so viele Lieder singen und so viele, die wir nicht so oft singen. Ja, aber das und macht auch fit. Es ist so warm hier mit den Lampen und 29 Grad im Schatten. Sommer, ja. Ja, und jetzt kommt ein völlig anderes Lied, ein Lied, wo es um unsere Ahnen geht. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch selber so ein bisschen
auch für euch schauen, was gibt es für Vorfahren von euch, vielleicht die auch mittlerweile nicht mehr am Leben sind, die, wo ihr aber eine starke Beziehung gehabt habt oder habt. Und die Ancestors, Sky People, also die Menschen des Himmels, ein wunderschönes Lied, wo ein Dankeslied eigentlich und Würdigungslied für unsere Ahnen, die ja auch unser Leben auch mitgeformt haben. Oder man könnte auch sagen, ohne unsere Ahnen gäbe es uns nicht. Aber eigentlich viel mehr, die Ahnen wirken auch in die Jetztzeit hinein. Im Schamanismus geht man sogar davon aus, dass eigentlich die Ahnen immer irgendwo da sind und uns unterstützen und uns helfen in diesem Leben. Dass es wichtig ist, diese Beziehung immer wieder zu stärken auch. Ja. Ancestors, Sky People, all here today. Also alle hier. Alle sind hier. Hear my heart song. Hört das Lied meines Herzens. Hear my respect. Hört meine Wertschätzung. Hear my love. Hört meine Liebe. Hear my grateful tears. Hört meine dankbaren Tränen. Nehmt meine dankbaren Tränen. Hört sie fallen, genau. Ich bin wirklich gesegnet. Ihr seid gesegnet. Wir sind gesegnet. Sky people.
truly blessed. Ancestors, sky people, all here today, hear my heart's song, hear my respect. Das erste Mal, dass wir dieses wunderschöne Ahnenlied gesungen haben, war mit Hagara. Und Hagara singt jetzt wieder mit euch. Ich habe gedacht, ein Vorarlberg, aber wie auch immer. Ich dachte. Nee. Aber egal. Aber auf jeden Fall, das nächste Lied von Hagara passt ziemlich gut zu dem, auch zu diesem Ahnenlied. We are all the leaves of One Tree, wir sind alle Blätter von einem Baum. Das heißt, das geht auch so zurück eigentlich zu unseren Vorfahren. Aber wir schalten jetzt um. Ja, das nächste Lied, es kommt aus der Plum Village Community und um den vietnamesischen Mönch Thich Nhat Hanh. Das heißt, we are all the leaves of one tree. Wir sind alle Blätter des einen Baumes. Und die Zeit ist reif, dass wir das erkennen und auch so leben. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Und was auf der einen Teil, in einem Teil der Welt passiert, hat Einfluss auf alle anderen Teile. So wie wir hier leben, hat Einfluss auf die armen Völker und auch andersrum. We are all the waves of one sea. We are all the stars of one sky. We are all the leaves of one tree. We are all the leaves of one tree. Time has come for all to live as one. We are all the leaves of one tree. We are all the leaves of one tree. We are all the leaves of one tree. Time has come for all. Time has come for
all the leaves of one tree, all the waves of one sea. We are all the waves of one sea. We are all the waves of one sea. Time has come for all to live as one. We are all the waves of one sea. We are all the waves of one sea. We are all the waves of one sea. Time has come for all to live as one. We are all the waves of one sea. We are all the waves of one sea. We are all the waves of one sea. Time has come for all to live as one. We are all the waves of one sea. We are all the waves of one sea. We are all the waves of one sea. Time has come for den Worten des Windes, dem Vibrieren in der Luft, Lebensenergie in dir, um dich herum. Atme zur Seele in dein Herz. Lausche den Worten des Windes, dem Vibrieren in der Luft, Lebensenergie. Atme zur Seele in dein Herz.
wunderschönes Lied von Fred Kosters. Seele in dein Herz.
vibrieren in der Luft, Lebensenergie, atme zur Seele in dein Herz. Lausche den Worten des Windes, dem Vibrieren in der Luft, Lebensenergie, atme zur Seele in dein Herz. Lausche. Dem Vibrieren in der Luft, Lebensenergie, atme zur Seele in dein Herz. Lausche den Worten des Windes, dem Vibrieren in der Luft, Lebensenergie, atme zur Seele in dein Herz. Ja, hier sind wir wieder. Vielen Dank, Hagara, für diese reichhaltige Zeit des Lauschens. Wir haben so viel um die Ohren, dass wir oft uns gar keine Zeit nehmen zum Lauschen. Und im nächsten Lied gibt es ausnahmsweise mal ein bisschen mehr Text als sonst. Es ist ein Lied, in dem
alle Elemente drin sind und ja, wir als ein Teil der Erde, als Licht der Welt oder als Tropfen und das große Meer, das wir sein können und der Atem, fühlt euch angesprochen und als Elementewesen geehrt. Dazwischen, zwischen den Strophen, singen wir ein Mantra des Mitgefühls, Om Mani Padme Hum. Du bist ein Teil dieser Erde, drum mach dich auf, wachse und werde ein Diener für das Leben. Lass uns das Netz der Liebe weben. Du bist ein Teil dieser Erde, drum mach dich auf. Das Netz der Liebe weben. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Das Licht dieser Welt, wie ein Kristall, der die Strahlen lenkt, wie die Blume ihre Farben schenkt, ihren Duft, der unsere Sinne weckt. Der Tropfen und das große Meer. Auf deinen Wellen bringst du Liebe her. Stillst den Durst dieser weiten Welt, so wie ein Regentropfen sachte fällt. Du bist der Tropfen und das große Meer. Auf deinen Wellen bringst du Liebe her. Stillst den Durst dieser weiten Welt, so wie ein Regentropfen sachte fällt. Oh.
Ja, jetzt geht's wieder weiter mit einem Gospel. Gospel Blues kann man sagen. Traditional. Und bei diesem Lied kann ich jetzt endlich mal meine Lesebrille wieder abnehmen, weil das kann ich mehr oder weniger auswendig. Der geht los mit I woke up this morning with the sun in my heart. Also eigentlich eher ein Lied zum Aufstehen, weniger für den Abend, aber so genau müssen wir es ja nicht nehmen. Aber da gibt es eben einen ganz witzigen oder den kürzesten Witz für Bluesmusiker. Was steht auf dem Grabstein des Bluesmusikers? He didn't wake up this morning. Das versteht nicht jeder gleich, aber das hängt damit zusammen, dass alle die meisten Blueslieder anfangen mit woke up this morning oder when I woke up und so. Genau. Ja. Ja, I woke up this morning with the sun in my heart. I woke up this morning with the sun in my heart. I woke up this morning with the sun in my heart. Praise the name of the Lord. Und dann kommt shine, shine, shine. Da lassen wir die Sonne scheinen. Und dann gibt es noch einen Teil. Glory, 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 hallelujah. Ihr seht es ja hoffentlich mittlerweile. Genau. Jetzt muss ich noch das richtige Tempo finden. Ich habe das schon länger nicht mehr gesungen. Und wir fangen mal langsam an und werden dann ein bisschen schwungvoller. Genau. I woke up this morning with the sun in my heart. I woke up this morning with the sun in my heart. I woke up this morning with the sun in my heart. Praise the name of the Lord. I woke up this morning with the sun in my heart. I woke up this morning with the sun in my heart. I woke up this morning with the sun in my heart. Praise the name of the Lord. Shine, shine. Shine, shine, shine. Shine, shine, shine. Shine, shine, shine. Praise the name of the Lord. Shine, shine. This morning with the sun in my heart, oh, I woke up this morning with the sun in my heart. Praise the name of the Lord, oh, praise. I woke up this morning with the sun in my heart. I woke up this morning with the sun in my heart. I woke up this morning with the sun in my heart. Praise the name of the Lord. Shine, 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 shine. Shine, 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 shine,
shine, shine, shine, shine. Praise the name of the Lord. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory, 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 glory. Tempo. I woke up this morning with a sign in my heart. I woke up this morning with a sign in my heart. I woke up this morning with a sign in my heart. Praise the name of the Lord. I woke up this morning with a sign in my heart. I woke up this morning with a sign in my heart. I woke up this morning with a sign in my heart. Praise the name of the Lord. Shine, shine, shine. Shine, shine, shine. Shine, shine, shine. Praise the name of the Lord. Shine, 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 shine. Shine, shine, shine. Shine, shine. This morning with a sign in my heart. Praise the name of the Lord. The Lord. Yeah. Yeah. Ja, wir geben weiter an Hagara. Ja, ich möchte jetzt mit euch ein Lied für Regen singen. Und ich sitze ja hier fast in einer tropischen Umgebung, obwohl ich in einem der dürresten Gegenden von Deutschland wohne, nämlich in Brandenburg. Wir haben ganz wenig Regen gehabt, die letzten Jahre fast gar nicht. Dieses Jahr hat es ja ein bisschen geregnet, aber dass ich hier in solcher üppigen tropischen Pracht sitze, das liegt daran, dass ich hier in unserem Tomatengewächshaus bin. Ich möchte euch mal einen kleinen Rundumschwenk machen. Also hier hinten ist unser Tomatendschungel. Die wachsen jetzt ganz schön hoch und werden dann bald reif. Hier ist noch ein schönes, so ein kleines Feuchtbiotop mit Seerosen. Ja. Eine große Feige. Und hier kann ich auf jeden Fall ganz ungestört in schöner Umgebung hier mit euch, für euch singen. Ja, das Lied heißt Aye, ach Quatsch, das heißt Aye Hame und kommt aus dem Senegal. Es ist ein Ruf eines Schamanen nach Regen. Und möge der Regen sanft fallen auf unsere Felder und auch im ausreichenden Maße überall auf der Welt genug Wasser und Trinkwasser da sein für die Menschen, für die Tiere, für die Pflanzen. Thank you.
wachsen und die Menschen und die Tiere ernähren. Ja, ich möchte mit euch eins meiner Lieblingslieder teilen. Das kommt aus dem Alten Testament, aus dem Hohen Lied der Liebe. Sham Etein Edodailach. Dort werde ich dir meine Liebe schenken. Es kann natürlich jetzt ein irdischer Geliebter sein, aber ebenso sicher kann es auch das Göttliche, deine innere Berufung sein, dein das, was dich im Leben zieht und trägt und hält, dort werde ich dir meine Liebe schenken. Jetzt und jetzt und jeden Augenblick. Amen.
Ja, schön, dass ich dabei sein konnte hier an diesem Online-Event. Und bevor ich jetzt das letzte Lied singe, ein Lied für die Erde, möchte ich noch mal ein bisschen von dem Platz erzählen, an dem ich lebe. Es ist nämlich das Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung in Bad Belzig in der Nähe von Berlin in Brandenburg, wo wir hier seit fast 30 Jahren schauen, wie sieht eigentlich ein nachhaltiges Leben aus? Also nachhaltig mit unseren eigenen Ressourcen, dass wir uns nicht selbst ausbeuten, aber auch nachhaltig, was den Umgang mit Mutter Erde, mit der Welt und mit der Natur angeht. Und so kann ich eben hier in diesem wunderbaren Gewächshaus singen. Wir haben ganz viele Gärtner, wir haben einen großen biologischen Garten, wir sind klimaneutral, wir haben unsere eigene Wärme, unser eigenes Wasser sogar. Also ein Ökodorf. Und ich lebe seit jetzt auch fast 30 Jahren hier immer noch sehr gerne. Und ja, vielleicht kommt ihr uns mal besuchen. So langsam gehen ja auch die Seminare wieder los hier in dieser Corona-Zeit. Ich hoffe, dass im September, Oktober meine Sing-Seminare auch wieder stattfinden können. Und vielleicht sehen wir uns auch irgendwann mal persönlich im Süden oder hier, wo immer. Ja, und wie ihr natürlich alle Künstler unterstützen könnt, kauft ihre CDs, kopiert sie nicht. Oder hier auch meine Liederbücher. Das kennt ihr bestimmt, das ist das älteste und längste. Es gibt noch ein blaues, ein gelbes. Wenn ihr sie noch nicht habt, viele der Lieder sind da drin und noch viele, viele, viele andere schöne mehr. Es gibt 6 CDs dazu. Ja, ich freue mich über eure Bestellungen unter www.cometogethersongs.de. Ihr findet mich im Internet. Ja, und mit dem Lied für die Erde möchte ich jetzt mich verabschieden. Schön, dass ich dabei sein durfte.
Ja, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bleibt gesund. Achtet auf euch. Achtet auf eure Freunde, die Familien und für die Natur und die ganze Welt. Bis bald irgendwo. Tschüss. Ja, ich möchte mich ganz herzlich jetzt bei Hagara bedanken. Ich mache es mal direkt, du bist ja, hoffe ich, noch in diesem Stream. Also vielen Dank für die ganz tollen Filme, dass du hier mitgewirkt hast. Und wir machen jetzt noch einen Abschluss. Dieses wunderschöne Lied für die Erde gerade, das hat mich jetzt doch sehr angeregt. Und wir haben nämlich auch noch ein Erdlied, aber vorher wollte ich jetzt noch ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Ich habe nämlich ein umfangreiches Buch geschrieben, das halte ich jetzt gleich mal näher. Pachamama über die Liebe zwischen Natur und Mensch. Ich halte es mal so ein bisschen, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Gibt es in unserem Webshop mit ganz vielen Interviews mit ökologischen Experten, Naturmystikern, Förstern, Flussökologen, Landwirtschaftsexperten und so weiter, wo es einfach um das Thema geht, was können wir tun, um unseren wunderbaren Planeten zu erhalten. Ja, und jetzt singen wir ein Erdlied, das wir noch nie gesungen haben und das hat es auch ein bisschen in sich, ein bisschen ein Zungenbrecher. Wir sind ja zurzeit am Recherchieren nach Liedern, die mit der Erde zu tun haben. Dieser Chant heißt Earth Mother Chant, also Erdmutter Chant. Ihr seht vielleicht schon den Text. Earth Mother, we sing to your body. Earth Mother, we sing to your bones. Das kann man sich so merken, body und bones. Und im zweiten Teil, Earth Mother, we honor your spirit. Earth Mother, we honor your stones. Spirit und stones, beides mit S. Ja? Ich singe mal die erste Zeile euch vor. Und ich zeige euch auch mal die Tonhöhen, dass ihr das seht. Ganz langsam mal. Earth Mother, we sing to your body. Machen wir mal bis dahin. Earth Mother, we sing to your body. Earth Mother, we sing to your bones. Jetzt war ich auch schon bei Stones wieder. Beim zweiten Mal, we sing to your bones, da geht es ein bisschen anders. Ja, machen wir mal den Teil ganz. Earth Mother, we sing to your body. Earth Mother, we sing to your bones. Nochmal. Earth Mother, we sing to your body. Earth Mother, we sing to your bones. Und jetzt den zweiten Teil. We honor your spirit. We honor your stones. Earth Mother, we honor your spirit. Earth Mother, we honor your stones. Falls ihr durcheinander kommt, ist nicht so schlimm, weil man, das ist auch eine Sache, die erfordert viel Übung, die Erde zu ehren und für die Erde zu singen und gut mit ihr umzugehen. Das ist sozusagen die Praxis der Übung. Man kann auch Oberstimmen und Unterstimmen singen und wahrscheinlich sogar im Echo. Das können wir im Moment aber auch noch nicht, aber vielleicht das nächste Mal. Schauen wir mal. Wir fangen langsam an und werden dann schneller. Learning by doing. Wir haben gewissermaßen so den Herzschlag der Erde. Earth Mother, we sing to your body. Earth Mother, we sing to your bones. Earth Mother, we honor your spirit. Earth Mother, we honor your stones. Earth Mother, we sing to your body. Earth Mother, we sing to your bones. Earth Mother, we honor your spirit. Earth Mother, we honor your stones. Earth Mother, we sing to your body. Earth Mother, we sing to your bones. Earth Mother, we honor your spirit. Earth Mother, we honor your stones. Earth Mother, we sing to your body. Earth Mother, we sing to your bones. Earth Mother, we honor your spirit. Earth Mother, we honor your stones. Earth Mother, we sing to
to your body, Earth Mother. We sing to your bones, Earth Mother. We honor your spirit, Earth Mother. We honor your stones, Earth Mother. We sing to your body, Earth Mother. We sing to your bones, Earth Mother. We honor your spirit, Earth Mother. We honor your stones, Earth Mother. We sing to your body, Earth Mother. We sing to your bones, Earth Mother. We honor your spirit, Earth Mother. We honor your stones, Earth Mother. We sing to your body, Earth Mother. We sing to your bones, Earth Mother. We honor your spirit, Earth Mother. We honor your stones, Earth Mother. We sing to your body, Earth Mother. We sing to your bones, Earth Mother. We honor your spirit, Earth Mother. We honor your stones, Earth Mother. We sing to your spirit, Earth Mother. We sing to your bones, Earth Mother. We honor your spirit, Earth Mother. We honor your stones, Earth Mother. We sing to your body, Earth Mother. We sing to your bones, Earth Mother. We honor your spirit, Earth Mother. We honor your stones. Ja, danke fürs Danke, Hagara. Wir sagen, wir singen auf Wiedersehen. Mögest du mit Frieden gehen, Frieden begleite dich, auf Wiedersehen. Ein Lied, wo wir verschiedene Wünsche noch einbauen könnten. Vielleicht gibt es ja ein paar Worte, die ihr schreibt, auf Wiedersehen. Mögest du mit Freude gehen. Und ja. Mal schauen, wenn wir es zugerufen bekommen von der Katja, können wir es einbauen. Oh.
im Vertrauen. Mögest du mit Vertrauen gehen. Vertrauen begleite dich. Auf Wiedersehen, Freunde. Auf Wiedersehen. Mögest du mit Freunden gehen. Freunde begleiten dich. Auf Wiedersehen. Habt eine gute Zeit. Wir singen uns wieder nächsten Donnerstag um 18 Uhr von unterwegs und freuen uns auf euch, wenn ihr dabei seid. Wir haben dann keine Gäste, beziehungsweise die Gäste sind wir selbst, die Natur. Mal schauen, mitsingende Vögel oder genau, irgendwelche Menschen, die dazukommen. Schauen wir mal. Ja, wir wünschen euch einen wunderbaren Sommer und dass ihr genießen könnt. Und danach geht es aber dann auch wieder mit Livestreams weiter. Genau. In einigen Wochen. In 4 Wochen sozusagen. Ja, genau. Ja. Ja. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ihr findet es immer auf unserer Website. Ja. Ja, dann tschüss zusammen und halt, wir machen noch einen kleinen Kameraschwenk, oder? Damit ihr auch unser tolles Team wieder seht, die hier ganz toll uns unterstützen. Moment. Wer schwenkt? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Möget ihr mit Freude gehen, Freude begleite euch, auf Wiedersehen.